Hallo und herzlich willkommen vom Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu meiner Präsentation von meiner Camping-Solarbox, die ich euch jetzt mal zeigen möchte. Ich habe das Ganze hier mal in unserem kleinen Garten aufgebaut, bestehend aus der Box und natürlich einem flexiblen Solarmodul. Informationen zu diesem Solarmodul sind im Video Nummer 0. Weil ja dieses Solarmodul angepriesen worden ist mit 150 Watt und ja im Endeffekt nur 80 bringt zum heutigen Tag, weil ich die Videoreihe jetzt relativ kurzfristig hintereinander filme, habe ich noch keine Rückmeldung bekommen aus China. So, kurz zur Box. Hier innen drin eingebaut ist ein kleiner IP-Everladeregler mit 10 Ampere. Direkt an die Batterien angeklemmt einen Voltmeter. Dann haben wir hier eine Dose mit USB-Anschluss. Und eine Dose mit dem ganz normalen Kfz-Anschluss. USB werden wir dann gleich mal testen mit dem Handy und Kfz-Anschluss werden wir dann gleich mal mit der Verdunstungskühlung filmen, zu der ich ja auch schon mal Videos gemacht habe. Corona neigt sich langsam dem Ende. Das merkt man daran, dass die Flieger wieder tiefer fliegen. Ja. So. Im Prinzip ist es eigentlich relativ einfach. Das hier ist eigentlich eine Mini-Insel. Und da drin ist eine Autobatterie. Das zeige ich jetzt nicht. Wer das gern möchte, muss bitte in der Playlist ein paar Videos wieder nach vorn schauen. Und auch für euch der Hinweis an diesem Video auch. Ihr braucht nicht die Analoganzeige. Wer das Teil gern nachbauen will mit so einer Bootskiste und mit Batterie und allem drum und dran, dem empfehle ich dann so einen USB-Anschluss hier zu kaufen, wo die Voltanzeige gleich drin ist, dann ist das gut. Und ob ihr jetzt einen MPPT-Laderegler hier reinnimmt oder einen PWM-Laderegler, das ist dann euch überlassen, aber ich würde halt immer einen MPPT empfehlen. Deswegen nimmt das Ding da drin auch relativ viel Platz ein. So, und jetzt seht ihr hier 12,5 Volt wäre ja der große Strich. Wir sind jetzt also bei 12,7 oder irgend sowas. Auf jeden Fall, die Nadel ist relativ stabil. Und wir werden jetzt mal das Solarpanel anschließen. Das sind also die beiden einzigen Kabel, die hier raushängen. Normalerweise klemme ich die hier mit hier dann oben ein. Die Dinger sind normalerweise auch zu. Das soll halt die Wasserdichtigkeit so ein bisschen gewährleisten. Ist natürlich nicht hundertprozentig wasserdicht, ist ja logisch. Und hier dieses Teil ist von innen mit haufenweise Heißkleber festgemacht. Ist wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig wasserdicht, aber naja. Ich schließe jetzt mal die Kabel an und ihr werdet sehen, dass die Spannung auf der Analoganzeige erstmal gleich bleibt. Das liegt daran, dass der MPPT-Tracker erstmal rausfinden muss, wie er am besten mit dem Panel umgeht. Und dann wird auf einmal die Spannung nach oben schnippen. Dazu schließe ich jetzt hier an der Minusleitung. So. Und jetzt passiert erstmal nichts. Und jetzt seht ihr, wie die Spannung nach oben geht. Das heißt, das Panel ist vom MPPT-Laderegler erkannt worden und es geht ungefähr bis 14,4. Ist eine Bleisäurebatterie, kann man bis 14,4 locker machen. Hier sind übrigens auch Lüftungsschlitze drin. Das ist ja hier offen. Es ist halt spritzwassergeschützt, ne? Und somit kann das Ding auch ausgasen, falls da schon wieder irgendjemand der Meinung ist, dass ich hier was Gefährliches mache. Der nächste Flieger, machen wir noch mal einen kurzen Break. Dieses Projekt hätte mir mal ein bisschen eher einfallen sollen. Jetzt sind halt leider schon wieder Flieger hier in der Einflugschneise. Naja, was soll's. Aber Sonne nehmen sie uns nicht weg. So, wir haben also 14,5 Volt jetzt. Und jetzt möchte ich mal den Beweis antreten, dass diese Box auch funktioniert. Und zwar werden wir jetzt einmal etwas an USB anschließen. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal mein Handy. Ich hoffe, ihr werdet das dann gleich hören, wie es der Ding macht. Ich bräuchte eine dritte Hand. Und das Handy wird geladen. Gut, das haben wir schon mal. Das dürfte den Stand eigentlich nicht wirklich jucken.
auch wenn das mit 2,1 Ampere lädt. Und jetzt machen wir mal die Verdunstungskühlung an. Machen wir gleich den Hardcore-Modus. Aber auch das ändert natürlich jetzt an der Spannung nicht wirklich viel. Das ist ja klar. Ich meine, auch wenn es sich hierbei nur um ein 80 Watt Panel handelt, statt an ein 150 Watt Panel, was die mal angegeben haben. 80 Watt, was braucht so ein Lüfter? So ein Lüfter braucht mal 8 Watt oder irgend sowas. Und das Handy lädt halt gerade mit 11 Watt. 2,1 Ampere mal 5 Volt, genau. 10,5, bevor ich was Falsches sage, 10,5. Nochmal der Hinweis, wer das Zeug nachbasteln will, die eBay und Amazon Links habe ich euch unten einfach verlinkt. Wenn ihr nehmt einfach eine alte Batterie, was ihr braucht, ist die Kiste. Dann braucht ihr halt so ein Kfz-Adapterli und so ein USB-Adapterli. Und wenn ihr das halt clever macht, habt ihr halt bei dem USB-Adapterli eben gleich noch die Spannungsanzeige mit dabei. Und was man natürlich auch machen kann, ist, weil ja hier noch Löcher, die offen sind, natürlich kann man jetzt an der Stelle, wenn man das will, noch einen Spannungswandler mitnehmen, innen an den Polen anschließen und anschließend eben die Kabel rausführen und dann draußen den Spannungswandler hinlegen. Geht auch. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass dieses System ja nicht so groß ist. Also wir reden hier von einer 55 Amperestunden Batterie. Was ich auch habe, ich habe einen Kfz-Adapter, also 12 Volt auf 19 Volt Konverter. Das heißt, mit diesem System kann ich auch locker mein Laptop mitnehmen und praktisch ewig betreiben. Ziel wäre es allerdings mit dieser Box, und das wird wahrscheinlich dann das nächste Video oder das letzte Video oder keine Ahnung, vielleicht fällt mir noch was ein, sein, dass wir den Kühlschrank, also so eine Kühlbox mit so einem 12 Volt Kfz-Adapterli. Stellt euch vor, ihr fahrt in Urlaub, habt dieses Set hier mit dabei und habt die Sachen bereits eingekühlt, habt die in eurem Auto und kühlt die ganze Zeit. Das heißt, ihr kommt mit einer wirklich kühlen Box an. Und dann hängt ihr das an dieses System. Das Panel liegt draußen, irgendwo vor dem Zelt, und die Box ist irgendwo im Zelt, natürlich schattig. Ich habe es jetzt auch versucht so zu schön, den Schirm haut es ab und zu mal hier ein bisschen um, aber vorhin stand das Ding im Schatten, ich schwöre. Und dann ist halt eben der Sinn und Zweck, tagsüber das Zeug kühl zu halten und in der Hoffnung, dass es eben nachts, er macht ja nur eine Differenz von, also die Boxen machen meistens eine Differenz von 18 Grad zu draußen. Das heißt, wenn es draußen dann nur noch 12 Grad sind oder 15 Grad, muss die Box hoffentlich dann nicht mehr so viel arbeiten. Das heißt, sie zieht dann auch die kleine Batterie nicht so leer. Es gibt diese Wasser, diese Bootsboxen, gibt es allerdings auch länger. Und dann sind die sozusagen für eine 120 Amperestunden Batterie auch locker. Dann habt ihr halt was zum Wuchten, das ist auch klar. Aber könnte man ja machen. Was man auch machen könnte, und dafür behalte ich mir diese Box in Reserve, man könnte hier natürlich auch Lithium-Ionen-Zellen reinbauen. Vielleicht in die Mitte, dann hätte man einen effizienteren Speicher, könnte sogar auf 24 Volt gehen. Ansonsten, wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, darf gerne die ganze Videoreihe anschauen, falls ihr durch irgendeinen Zufall eben jetzt das als letztes Video seht. Ihr dürft sehr gerne natürlich auch das Ding nachbauen, würde mich freuen. Wie gesagt, Links sind unten. Und wer das gern möchte, darf natürlich auch das Abo dalassen und vielleicht dem Video einen Daumen hoch geben, wenn es ein klein bisschen informativ war. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen.